Bist du immer noch da unten? Ich bin jetzt gerade beim Bibliothekar. Ah, okay. Muss ich den erledigen? Ja, der ist aber easy. Der ist komplett easy, also. Also eine Frage. Sind Bibliothekaren nicht eigentlich so mickrig? Ja, das und weiblich. Und alt. Sieht irgendwie aus wie Thanos. Es sei denn, du gehst nach Monster-Uni, dann sind das so eine riesigen Tentakelviecher, die das halbe Bibliotheksgebäude in die Knie Und zwingen. trotzdem alt. Ja, trotzdem, ja, das stimmt, ne? Wo ist die verkackte Gruft? Ich hab keinen Bock, hier runter zu springen. Na, bleibst du stehen, du Arsch. Ja, das war wirklich easy. Udas Sabine. Tempelgruft. Ja, das ist die Torte. Sabine. Ach, die Reisetasche. Kann ich die mitnehmen? Die musst du looten. Lest das oder das Forschungsbuch. Das ist in meinem Inventar. Ja. Und das ist nicht aktiv. Geht nach Geld nach oben. Ui. Das ist ein ganz großes Tor. Da musst du wieder raus. Ui. Verwandlungstrank Tiger. Nein, den werde ich dieses Mal nicht schlucken. Oh. Nein. Ich komme hier nicht runter, okay. Verwandlungstank großer Tiger. Weißer Alter, Tiger. das hat gerade gebackt. Och nee, die Greif. Hast du jetzt den Trank geschluckt? Nein. Also ja. Lass mich du. Ich habe halt keinen Verwandlungstrank bekommen. Ich habe wieder neue Tränke, die mich mega krass geil heilen. Cool. Jetzt habe ich so eine Frage. Ja. Wie komme ich hier raus? Da ist ein großes Tor. Dort geht nicht auf. Ja, da taucht ein Zahnrad auf. Und wenn du das aktivierst, dann. Wird verwendet, dauert 3 Genau. Minuten. Was? Das ist ganz schön lange. Das ging bei mir ruckzuck. Das ist das falsche Ziel. Was machst du mit dem Spiel, sage mal? Der gewaltige ist, weil ich es hasse. Okay. Och, und schon wieder so ein Kackkrieger. Alter, die Nerven. Ja, das ist der, bei dem habe ich mich aufgeregt, dass der auf immer dahinter auftaucht. Na, das ist ja nicht, das ist ja nicht wirklich auftauchen, sondern Hä, wo muss ich denn hier? Muss ich da die hoch? Nerven einfach nur. Die Nerven. Die Kackviecher. Wie komme ich da hoch, bitteschön? Ihr könnt in eurer momentanen Form nicht teleportieren. Geil. Oh nee, du hast den Tiger. Oh, Tyrox, das Spiel mag dich. Sehr. So, Verstärkung entfernt. Teleportiere ich mich dorthin? Warum habe ich jetzt kurze Haare? Das musst du deinen Charakter fragen. Alter, ich mag das nicht. Ich mag keine kurzen Haare. Stimmt, im Real Life hast du ja auch lange Haare. Ja. Sieht voll scheiße aus. Sehr gut. Ihr nickt, ja, was spricht mit dem Zentrum oder das Pandemonium wechseln toll. Ja, komm, nee. Was muss ich jetzt machen? Ui. Einfach nur die goldene Quest abschließen. Nicht aus dir. GG, Alter.
Was stand da? Irgendwas mit Scheideweg abschließen? Ja. Bestimmt irgendwo sowas. Ich geb dir da einfach mal recht. Okay. Zairin. Ich weiß nicht, wer Zairin ist, aber okay. Ja, das hat, da bin ich noch nie. Das, da musst du dann 5 so eine Drachen-Elite-Soldaten killen. Ich mach jetzt gerade so eine blaue Quest. Nee, ich habe hier meinen Begleiter Zairin genannt. Ach so. Und dann wusste ich nicht mehr, wer Zairin ist. Deswegen habe ich meinen Cassie genannt. Hätte ich dann das wahrscheinlich auch nicht mehr gewusst. Alter, warum greift mich jetzt so ein scheiß Viech an? Die mögen dich halt. Flügel Nagolem, Alter, ich flügel dich gleich in den Arsch. Zum Glück wird dieses Video nicht monetarisiert. Das ist schon... Ich bin halt Mann. Auf der Suche nach dieser verdammten Gruft. Da ist ein rotes Teleporterring gedöns. Ich hasse es. Hä, hey, hier war ich doch vorhin schon. Ich bin einmal im Kreis gerannt. Läuft. Wie kommt man da hoch? Ich fühle mich gerade hart verarscht von dem Spiel. Ja. Ja. Hä? Die Gruft kann nur dort oben sein, aber wie komme ich da hoch? Spiel Geld, Maros. Och nee. Och nee. Aber ganz ehrlich, warum hänge ich eigentlich ein Level hinter? Weil ich schon eine goldene Quest wieder abgeschlossen habe und mir die ganze Zeit die Nebenquests reinziehe. Nee, ich meine, du musst ja nicht. Ich meine, ich hänge irgendwie generell hinterher. Hm. Ja. Ey, muss ich in den Luftstudel und dann dort rausspringen? Anders kommt man dort gar nicht hoch. Ich bin verwirrt. Aber es ist gut, du kämpfst gegen die, dann kann ich außen rumlaufen. Oh, hier ist doch schon wieder die Brücke. Hä? Oh, leck mich doch fett, Mann! Nein, 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 pfui. Oh, pfui. Oh, schön. Wo muss ich denn jetzt hin? Was machst denn du gerade? Weiß ich nicht. Halt, spielt der, also, so betretet. Die Udas Tempelgruft? Ja. Die suche ich ja auch. Die ist dort oben. Dieser Ort ist schwer zu finden. Ja. Ich sehe ihn halt, aber ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Da gibt's keinen Weg hoch, außer dieser Luftstrudel. Ja, mach ich ihm das andere. Untersucht uns dies. Oh, das habe ich auch schon lange durch. Zerknittert ein Plan. Och nee. Den hast du im Inventar. Ui, gut. 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 Aber wie komm ich? Muss ich von dem Außenposten dahin fliegen? Geht das vielleicht? Oder muss ich? Hä? Ich raff das einfach nicht. Dach ist cool. Warum ist jetzt? Warum ist was? Warum bist du vergiftet? Alles Fragen, die wir nicht erklären können. So. Ach, Dach ist cool. Dach ist so Dach, tragisch. Dach war Dach und wird für immer Dach bleiben. Okay.
Ich raff den Kack hier einfach nicht. Wartezeit 25 Sekunden. Ja gut, ich hab's ja so dicke mit der Zeit. Oh Mann, ey, mein Geld geht nur fürs Teleportieren drauf heute. Weiter. Weil du kommst zu diesen Hochpassruinen, da musst du halt hin. Und da kommst du nur hin, wenn du in den Luftstrudel gehst, der bei Wildnis von Maraya anfängt. Irgendwie so. So, da dann. Irgendwo hier fängt dann der Strudel. Alles klar, hier gibt's Tempelgesänge. So, einmal hier lang. Was ist das für ein Riesengedöns? Ethermaschine. Brauchen wir die? Nee. Ich muss wieder nach unten. Ike. Nee. Oh, alles klar. Wenn Dach hinter Dach dachen, dann Dachen Dachen hinterher. Gesundheit. Ich hab nichts verstanden. Auch nicht. Hat Cassie gerade in den Chat geschrieben. Ach so. Ja, ich seh das ja halt leider nicht. Warum nicht? Weil der Ordner für die Aufnahmen davor ist. Also. Ich müsste den mal kleiner machen. Da ist der Luftstrudel! Wir müssen ernsthaft den Luftstrudel nehmen. Das verkacke ich doch wieder 10.000 Mal. Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, dann Fliegen fliegen hinterher. Wenn Drachen, Dachen, Dachen, Drachen, diese Dachen auch, Dachen... Ah! Das war mir arschklar! Ich flieg, will raus und mach einen Sturz. Wie kommt man nochmal aus dem Strudel raus, wenn man eh mal drin ist? Frag mich nicht. Ich habe jetzt ein Leerzeichen gedrückt, ich bin nach unten geflogen, anstatt zur Seite. Wo muss ich denn jetzt hin? Genau dahin, wo ich gerade war. Bin ich jetzt ernsthaft in der falschen Schlucht? Ach komm, nee, leck mich. Echt, nee. Nein, 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 nein! Hat keiner was gesehen? Ich bin die Schlucht runtergefallen mit einem Körper. Oh mein Gott, die Abklingzeit war noch nicht vorbei. Das tut weh. Ach Gott, das war's dann mit der Folge hier.